Herzlich willkommen zu Börse Live, liebe Zuschauer. Sie sehen schon, ich habe einen Gast im Studio, wie versprochen, Florian Söllner vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Söllner, schön, dass Sie da sind. Wir unterhalten uns unter anderem über einige US-Titel, aber wir wollen auch einen Blick auf die Technologiewerte werfen. Wir sehen die Nasdaq hier im Jahreschart. Was als erstes auffällt, die Nasdaq verliert hier ordentlich an Stärke. Das heißt, naja, 3812 Zähler. Sehen Sie da jetzt lediglich eine Konsolidierung oder sagen Sie, na, da sollte man jetzt schon Vorsicht walten lassen? Genau, es ist derzeit durchaus angebracht, dass man auf den Gesamtmarkt guckt. Weil wir haben hier zum Beispiel in Nasdaq durchaus eine Top-Bildung, die jetzt nach unten abgeschlossen, verlassen wurde. Wir hatten hier diesen Aufwärtstrend, der eben auch gebrochen wurde. Jetzt kämpfen wir hier mit der 200-Tage-Linie, waren wir auch schon kurzfristig drunter. Also es sieht vom Gesamtmarkt her nicht sehr optimal aus derzeit. Sehr viele Aktien haben jetzt verloren, haben auch ihre schönen Aufwärtstrends verlassen. Also das sollte man derzeit ein bisschen im Hinterkopf behalten, vielleicht ein bisschen Pulver trocken halten, das Beta aus dem Depot nehmen, vielleicht auch mal durchaus einen Short mit reinmischen in sein Gesamtdepot. Also die Gewinne auf der Long-Seite sind derzeit nicht mehr so einfach zu realisieren, wie es vielleicht die letzten Monate war. Das muss man ganz klar mal im Auge behalten, wenn man auf den Dreijahreschart vielleicht noch mal guckt. Bei der Nasdaq haben wir jetzt keinen Dreijahreschart mit angelegt. Ändert sich weniger an der Einschätzung, genau. Okay. Aber lassen Sie uns noch mal über Google sprechen, denn ja, Sigmar Gabriel hat sich gestern auch schon zu Google geäußert. Und zwar sagt man oder sagt er zumindest, er ist hier für eine Regulierung, was den Konzern angeht. Also er traut wahrscheinlich Google viel zu viel Macht zu. Natürlich sagt Google dagegen, naja, wir sind ja nicht die einzige Suchmaschine etc. pp. Das dürfte ja eigentlich erstmal nicht so gut bei Google ankommen, oder? Genau, es ist ganz interessant, diese Show sich anzugucken, gerade von Eric Schmidt, der gerade auf Europa-Tournee ist, Google-Chef, der ihm sagt, der plötzlich ganz viele Konkurrenten sieht und darauf hinweist, dass Amazon ein Konkurrent sei, Facebook, dass man, dass ja Leute auch viel bei Facebook sind, nicht nur bei Google. Aber de facto ist Google tatsächlich nicht nur Marktführer, sondern eigentlich Monopolist. Es gibt auch andere Suchmaschinen, die nutzt aber quasi keiner. Sie wahrscheinlich auch nicht, so wie ich nicht. Wir alle googeln. Google ist ein Begriff. In Deutschland, in der Desktop-Suche, in der normalen Internetsuche, ist der Marktanteil bei 98%. Bei der Mobile-Suche nicht ganz so hoch, aber auch extrem hoch. Weltweit 70-90% Marktanteil der Google-Suche. Und Google versucht natürlich immer ein bisschen sich darzustellen als Technologiefirma, die sehr viele andere Projekte machen, selbstfahrendes Auto, die Brille, wobei das ja auch zur Suche gehört, aber eben auch in der Robotik unterwegs. Aber de facto macht man 95% seiner Umsätze im Bereich Suche und wahrscheinlich noch mehr davon Gewinne. Und ich habe gerade von Peter Thiel, dem Facebook-Milliardär, der sehr gut vernetzt ist und Google auch sehr gut kennt, sein neues Buch gelesen. Der hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass eben solche Marktführer wie Google immer darauf hinweisen und die Wahrheit frisieren, wie er schreibt, dass man eben nicht so die Marktmacht hat, eben aufgrund dessen, da die Zerschlagung droht. Und Sigmar Gabriel hat ja gesagt, Google ist eine faszinierende Firma, eine fantastische Firma, aber ist eben zu mächtig. Der Meinung sind wir auch, wobei aus Aktionärssicht ist es ja okay, wenn man Marktmacht hat, viel Gewinne macht. Letztlich dürften die Gewinne noch viel höher sein, wenn Google nicht das bisschen kaschiert durch Zukäufe, durch andere Geschäftsbereiche. Die machen die meisten wenig Gewinne. Also ich denke, Google ist immer noch ein bisschen unterschätzt und macht auch viel dafür. Insofern bleibt es ein Basisinvestment. Aber um mal auf den Chart zurückzukommen, auch hier Doppeltop gemacht. Hier jetzt 200-Tage-Linie ist ein Problem. Da kämpfen wir drum, dieser Aufwärtstrend verlassen. Also auch hier vielleicht mal Neueinsteiger ein bisschen einen Schritt zurück, ein bisschen abwarten. Aber Google ist eine der ersten Aktien, die man dann wirklich wieder kaufen, einsammeln muss, sobald sich der Trend wieder dreht, weil die Aktie wird wieder drehen. Also auf lange Sicht bleibt es ein Favorit aus unserer Sicht. Also Sie sagen, man frisiert sich da eher ein bisschen schwächer, als man tatsächlich ist. Genau. Und Sie würden jetzt sagen, gut, dieser Rücksetzer, den sollte man hier vielleicht auch schon zur Kaufgelegenheit nutzen? Ich würde letztlich nochmal, wenn man das perfekte Timing will, was immer sehr schwierig ist, würde ich nochmal ein bisschen abwarten, was der Gesamtmarkt macht, weil die Gefahr besteht, dass man hier auch in die 200-Tage-Linie rutscht. Aber das ist auf jeden Fall ein Top-Watchlist-Kandidat weiterhin und wer dabei ist, auch keine Panik bekommen. Ja. Also nicht so ängstlich sein. Google geht es scheinbar besser, als man hier nach außen hin darstellen möchte. Bei Axel Springer muss man sagen, denen geht es rein charttechnisch jetzt nicht allzu gut, würde ich sagen. Gut, wir sehen heute ein Mini-Plus 0,1%. Denn Axel Springer wollte ja auch zwei Zeitschriften beispielsweise zukaufen, Cicero und Monopol. Das ist dann aber nicht geglückt. Jetzt sagt man so, oh, wir sind jetzt erstmal ein bisschen gebremst, was unsere Kauflust angeht.
kommt natürlich auch momentan nicht so ganz gut an. Das heißt, mit 42,41 Euro, da sind wir weit entfernt von Kursen wie beispielsweise hier 50 Euro. Also was wir hier sehen, ist natürlich der Gesamtmarkt. Das hört sich noch relativ gut, es gibt Aktien, die fallen viel mehr. Aber auf diesem Niveau finden wir, es ist eine sehr interessante Aktie. Wir haben hier eine hohe Dividendenrendite von 4%. Letztlich kann man darauf spekulieren und hoffen, dass diese Unterstützung hier hält, doppelter Boden gebildet wird. Und vor allem Axel Springer ist eben nicht nur ein Dividendenwert, sondern letztlich eine sehr spannende Internetaktie. 65% seiner Gewinne macht man bereits mit digitalen Geschäften. Eine Tochter ist idealo.com.de zum Beispiel. Und hier kommt auch nochmal Google kurz ins Spiel. Wir haben mit idealo.de auch gesprochen. Die wurde 2006 gekauft von Axel Springer. Und hier war der Punkt, hier sind viele Konkurrenten, haben Probleme bekommen, einfach weil Google seinen Suchalgorithmus 2011 verändert hatte und plötzlich diese Preissuchmaschinen, die Konkurrenten von Idealo, nicht mehr gefunden wurden. Also das nochmal zur Marktmacht von Google. Aber die Axel Springer Tochter hat davon profitiert, ist sehr gut aufgestellt. Auch Stepstone, das Nummer 1 Jobportal in Deutschland, gehört dazu. Gibt die Spekulation, dass bald auch mal ein Börsengang, ein Teil der Internet-Digitaltöchter ansteht. Also finden wir sehr spannend, das Papier kann bei Schwäche letztlich immer eingesammelt werden, schon aufgrund der Dividendenstärke, und die Dividenden dürften tendenziell eher steigen. Der Vorstandschef hat Ende August inoffiziell mal gesagt, wieso sei es nicht möglich, den Gewinn auf 1 Milliarde zu verdoppeln. Also man hat hier große Pläne nach außen hin ein bisschen bedeckt und seriös, aber das bleibt schon eine sehr spannende Aktie. Klar, auch charttechnisch keine 1A-Aktie ganz aktuell, aber fundamental und die Internetfantasie gefallen uns hier extrem gut bei Axel Springer. Gute Nachrichten gab es heute auch von ProSiebenSat.1. Man hat sich Ziele gesteckt für das Jahr 2015. Diese Ziele kann man jetzt, also Wachstumsziele, und diese Ziele kann man scheinbar schon Ende diesen Jahres 2014 erreichen. Jetzt sehen wir natürlich hier einen Kursplus. Wir sind momentan über 30 Euro, 30,21 Euro. Schauen wir aber einfach mal hier auf den Oktober. Da sehen wir auch einen ordentlichen Abriss nach unten für ProSiebenSat.1. Ist das jetzt, der Tropfen auf dem heißen Stein, oder glauben Sie, das schlägt durch wie die Bombe? Ja, muss schon zugeben, charttechnisch haben wir derzeit überall leichte Probleme im Markt, hier auch. Hier gab es eine schöne Unterstützung, die wurde nach unten verlassen. Jetzt aber der Kampf zurück, der Rebound, das sieht heute sehr stark aus und die Meldung war auch sehr stark. Die Hoffnung ist, dass man das jetzt nachhaltig zurückerobert, kann natürlich auch abprallen. Kurzfristig, auch hier ist es noch ein bisschen knifflig, aber mittel- und langfristig sehr, sehr spannende Aktie. Auch ProSiebenSat.1 ist lange nicht mehr nur ein TV-Sender, übrigens der Marktführer in Deutschland, gewinnt Marktanteile gegen RTL und Co., sondern auch eine Internetbeteiligungsfirma mit 50 Internetbeteiligungen. Auch Zalando hat man groß gemacht, zwar keine große direkte Beteiligung, sondern man wurde am Umsatz beteiligt, aber man hat ein extrem starkes digitales Portfolio. Weg.de gehört dazu, Babymarkt.de gehört dazu. Sprich, man macht für diese Startups Werbung, bekommt dafür Unternehmensanteile. Das ist alles sehr spannend und das ist auch ein Grund, wieso man jetzt den Ausblick angehoben hat, heute sehr positiv überrascht hat. Gefällt uns auch sehr gut, auch ein Dividendenwert, 5% Dividendenrendite plus Internetfantasie. Man wird schon in absehbarer Zeit 1/3 seines Geschäfts mit digitalen Inhalten machen. Auch Maxdome gehört dazu, zu ProSieben. Also auch das eine spannende Aktie, die man unbedingt einsammeln kann bei Marktschwäche. Klar, charttechnisch sieht man es, sind wir hier unter der 200-Tage-Linie, aber das ist ein Papier, was auf mittlere und lange Sicht das Potenzial hat, klar nach oben zuzulegen. Sie haben die lange Sicht gerade schon mal angesprochen. Wir sind ja auch momentan trotzdem, trotz diesen Einbruchs, jetzt wir auf einem eigentlich hohen Niveau. Das heißt, diesen absoluten, Startschuss, möchte ich fast sagen, kam ja aus dem Jahr 2012. Lassen Sie uns aber die Zeit rennt, Herr Söllner. Lassen Sie uns noch mal schnell über Visa sprechen. Da sehen wir heute ebenfalls grüne Vorzeichen. Aber ähnlich schon wie anfangs der Chart der Nasdaq, sehen wir auch da nach diesem Fall Triple Top, dass man wieder zurückkehrt. 161 Euro. Genau, also Visa, wir haben es gesagt, wir haben Gesamtmärkte. Das bleibt schwierig. Daher haben wir mit Visa auch eine Aktie mitgebracht, ein Short-Kandidat, wo wir auch per Aktienreport schon einen Put empfohlen hatten, sprich hier mal auf fallende Kurse setzen, hier dreifach Top, hier Unterstützung gerissen, 200-Tage-Linie im US-Markt letztlich auch schon drunter gewesen, charttechnisch angeschlagen, und die Story ist einfach das, Mobile Payment, wir alle nutzen irgendwann immer mehr das Smartphone zum Bezahlen, es gibt schon bei Edeka, war ich gestern wieder einkaufen, per Smartphone mit Apps, es gibt sehr viele Konkurrenten, Walmart macht gemeinsam mit Shell
Geschäfte und bietet diese App an. Sprich, die Plastikkarten, Visa hat 2,2 Milliarden weltweit verteilt, sind ein Auslaufmodell. Man wird künftig keine Plastikkarten mehr mit sich herumtragen, sondern eben per Smartphone, vielleicht per Uhr oder per Brille bezahlen können. Und das kann ein Problem werden für Visa, weil die Konkurrenz zunimmt. Klar versucht Visa selbst auch Apps anzubieten, aber der Konkurrenzdruck steigt. Wir haben ja gesprochen auch mit Brancheninsidern, die das ähnlich sehen. Aktuell nimmt Visa im Schnitt in Europa noch 2,2% Gebühren bei Transaktionen, die der Verkäufer bezahlen muss. Die EU-Kommission will das jetzt senken, unter Umständen auf 0,3%. Also es gibt schon, es tagen einige Probleme auf. Daher Short-Kandidat hier mal erfahrene Kurse spekulieren natürlich für risikobewusste Anleger. Also auch ein klein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich habe gerade gestern noch gelesen, man kann jetzt auch mit Twitter an Twitter-Nutzer bezahlen. Das heißt, ich könnte Ihnen jetzt 250 Euro per Twitter überweisen. Tue ich aber natürlich nicht. Genau, und Visa ist dann unter Umständen außen vor. Klar, jetzt zum Beispiel auch noch Partner von PayPal. Aber die Gefahr ist, dass man sich die Frage stellt, wieso braucht man die teuren Gebühren bei Visa, wenn es denn Beispiel Twitter, auch Facebook überlegt, offenbar eine Zahlungsfunktion zu machen, auch ohne Visa geht. Also hier Short-Position bei Visa. Ich sage vielen herzlichen Dank für den Überblick, Herr Söllner. Ja, liebe Zuschauer, und ich hoffe natürlich, dass Sie uns treu bleiben, sprich, dass Sie auch nach der Werbung noch bei uns sind. Bis dann.